Servus Löwenfans, ich sitze hier heute zusammen mit Sascha Mölders, unserem Stürmer. Ich sitze hier neben unserem Torhüter, dem Marco Hiller, frische 22 Jahre jung. Ja, mein Traum war es natürlich immer, Fußballprofi zu werden, ganz klar. Ja, dass es dann so weit geht, damit konnte man natürlich nicht rechnen, aber als kleines Kind habe ich es mir natürlich immer erhofft. Aber mir ist es halt so, dass irgendwann der Punkt gekommen war, wo ich gesagt habe, okay, das wird nichts mehr. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Anlagenmechaniker. Durch Zufall ist es irgendwie, dann hat es geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt bin ich froh, dass es so ist. Anlagenmechaniker. Wenn ich jetzt nicht Fußballer geworden wäre, weiß ich nicht, ob ich das hundertprozentig weitergemacht hätte. Aber ja, zumindest hätte ich einen sicheren Job. Ja, ja, da habe ich mir eigentlich nie wirklich drüber Gedanken gemacht. Ich habe meine Schule gemacht und Abi gemacht. Und ja, jetzt mache ich ein Studium. Mache ich nebenbei, aber wirklich spezifisch einen Job, den ich unbedingt mal machen möchte, außerhalb vom Fußball, habe ich jetzt nicht. Anfangs als Kind will das jeder, dann war es halt wirklich so, dass ich mit 18 aufhören wollte mit Fußball. Ja, dann habe ich Bezirksliga gespielt, Senioren. Ja, und dann war das eigentlich Zufall. Dann habe ich Oberliga 2 Jahre gespielt, das war damals die 4. Liga. Ja, und dann ging das eigentlich, innerhalb von 3, 4 Jahren war ich von der Bezirksliga in der Bundesliga. Damit war nie zu rechnen und dann war ich natürlich glücklich, dass es so war. Ja, ist ja erst mein zweites Profijahr eigentlich, deswegen ja, der Aufstieg letztes Jahr. Ich mache jetzt mein Studium und das dauert noch ein paar Jahre und wenn das dann fertig ist, schaue ich weiter. Ja, bei mir ist es so, dass ich meine Trainerscheine machen werde und dann schauen wir mal, für welche Liga das am Ende dann reicht. Ganz wichtig ist die Disziplin, die man braucht, dass man ja, jeden Tag auf den Platz geht, 100% gibt und ja, ein gewisses Talent gehört natürlich dazu. Ich glaube, man muss egoistisch sein als Fußballer, man muss an sich glauben, ja, man muss sich verbessern wollen, man muss jeden Tag Gas geben, gerade wenn du junger Spieler bist, dann gibt es noch mehr Sachen, die du machen musst. Ich denke, so dieses Durchsetzungsvermögen, auch was der Sascha gesagt hat, an sich glauben, auch im Beruf und ja, so eine gewisse Führungsqualität, die eben auch auf dem Platz wichtig ist, ist im Beruf bestimmt auch sehr wichtig. Ich glaube halt, im Fußball ist es dasselbe wie im Berufsleben. Du willst ja immer aufsteigen. Du willst, wenn du eine Firma bist, dann willst du, glaube ich, auch den Chefposten haben. So. Deswegen gibst du, glaube ich, jeden Tag Gas, damit du irgendwann ganz oben bist. Und bei uns ist das nicht anders. Du fängst unten an, gibst jeden Tag Gas. Bis du ganz oben bist. Wenn du älter bist wie ich, dann bist du halt nicht mehr ganz oben, aber dann ist es auch okay. Hashtag kein Löwe ohne Job. Hashtag kein Löwe ohne Job.